Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead Space. So, dann wollen wir mal. Hä? Oh, ich habe hier noch was. Der missgestaltete Mond im Orbit, er steuert die Marker. Er ist das Endstadium der Kreaturen, oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfror. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Carver, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Aber Serrano hat den Durchgang mit Alien-Hieroglyphen versiegelt. Ich sehe mich mal um, ob wir sie umgehen können. Okay. Übersetzen. Ja, jetzt müssen wir die Tür öffnen mit Hieroglyphen oder wie? Das war falsch. Gibt's hier vielleicht irgendwie einen Hinweis oder so? Irgendwas aufgemaltes oder was? Öffne. Okay. Also den hatte ich richtig, denn den mit zwei Strichen und dann ist es ein Pfeil. Okay. Ich hoffe, ich muss mir das nicht allzu lange merken. Shit. Mein Gott. Heilige Scheiße. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Ja. An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja,
Ja. Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Hier lang! Schaff das Geröll zur Seite! Hey, da ist Danik. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Kommt sie! Scheiße! Isaac, diese Pfade kreuzen sich da vorne mit denen von Danik! Versuchen Sie ihn aufzuhalten! Ich suche mir einen anderen Weg! Okay. Heißt, wir kommen da schon mal nicht durch. Das ist schon mal ganz schlecht. Und ich muss einen anderen Weg nehmen. Na gut. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Danik, hören Sie mich. Arschloch. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier brauchen wir wohl wahrscheinlich eine Energiezelle, um den Sprengstoff zu betätigen. Aber wir gucken hier nochmal. Hier können wir nochmal einen Bot loswerden. So, mein Kleiner. So, Energiezelle habe ich ja vorne schon meines Wissens gesehen. Okay. Schauen wir mal. So, hier vorne einmal einsetzen. Okay, und weg da. Da drum's gleich. Okay, ich habe mir einen größeren Rums vorgestellt. Was, da hinten brauche ich schon wieder einen? Isaac, da ist er! Danik! Er schießt sie! Verdammt! So, dann werdet ihr halt eben Leichen. Was hier auf dem Planeten ja nichts zu bedeuten hat. So, nehme ich den nächsten Zünder mit. Ontology-Artefakt. Okay, ich hoffe, wir haben mal kurz Zeit. Tägliche Gedanken. Jacob Danik. Wie jede spielrituelle Reise hat auch diese Exkursion einen Glauben permanent in Frage gestellt und meine Entschlossenheit auf die Probe gestellt. Aber durch sorgfältige Beobachtung der Fakten glaube ich nun zu wissen, was auf diesem Planeten wirklich passiert ist, warum unsere Rasse die Konvergenz nicht erfüllen konnte. Die Bewohner von Tau Volanis haben, wie auch wir es getan haben, die Marker manipuliert und sind vom Plan der Natur abgewichen. Der relativen Vervollständigen des Mondes im Orbit nach zu urteilen, waren sie dem Erreichen der finalen, immerwährenden Heimlichkeit zum Greifen nahe. Nun sehen wir uns ihrer Prüfung gegenüber. Werden auch wir die ewige Herrlichkeit nicht erreichen, weil wir zu wenige Zentimeter vor der letzten Phase aufgehalten wurden? Werden auch wir der Angst unterliegen und den letzten Schritt nicht wagen? Glaube braucht Mut, meine Freunde. Lasst uns heute diejenigen sein, die die Furcht ablegen und die Zukunft annehmen, die die Marke uns versprachen. Wo das jetzt Zukunft ist, weiß ich noch nicht. Aber gut, wir müssen hier erstmal weiter. So, rein. Dann können wir uns hoffentlich gleich den nächsten holen.
Noch ein. Haltet ihn um jeden Preis auf! Isaac! Er entkommt! Warten Sie! Ich habe einen Plan! Okay. Hoppala! Der Codex! Isaac! Wessen Scheißplan war das eigentlich? Gebt ihn mir! Scheiße, sind sie schwer! Oh, Isaac, sie rutschen ab! Isaac! Nein! Da war ich Ketter! Hilfe sie! Carver! Hier drüben! Wo denn? Oh, Scheiße! Wir treffen uns an der Maschine! Scheiße, hört sich nicht gut an. Und hier drinnen zu sein, noch viel unguter. Oh Gott. Wie besiegt? Ich hoffe. Das Vieh frisst viel Muni. Ich kann das nicht anheben, so schwer ist das Ding. Okay. Da soll ich hin und da ist ein Fahrstuhl. Warum ist hier ein Fahrstuhl? Fahrstuhl, den ich, gut, wir gehen der Aufgabe entlang. Du bist tot, oder? Oh, sag mir bloß nicht, ich muss mir das nochmal merken. Okay, ich hatte es mir nochmal gemerkt. Oh, ich hoffe, wir kommen jetzt hier nicht wieder gegen so ein komisches Vieh an. Okay, zurück können wir auch nicht. Ja, ist ja mal wieder super. Hier haben wir einen Generator. Schwerelosigkeit aktiviert. Auf die Platten darf ich, oder? Okay. Schwerelosigkeit aktiviert. Okay. Ich habe keine Ahnung jetzt mehr, wo was ist. Wo bist du? Wo? Wo bist du? Irgendwo da unten. Okay. Aber wo genau bist du? Ich sehe das Vieh nicht. Gut, ich fahre jetzt einfach mal kurz ein bisschen weiter. Setze mich mal kurz hier hin. Weil ich nicht weiß, wo es ist. Ja, noch nicht mal Platz. Achso, ich muss noch weiter hoch. Okay, dann gehen wir noch weiter hoch. Das hört sich nicht schön an. Das hört sich überhaupt nicht schön an. Falsche Plattform.
Alter, das gibt's nicht. Denn mache ich dir halt alles im Eimer. Okay. Na, ich will darüber. Komme ich jetzt über diese kleine Spalte da nicht drüber? So, jetzt aber. Okay. Das ist immer derselbe Code. Ach, der ist sogar nochmal hier angezeichnet. Okay. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ja, schön. Alter, ich finde mich ja hier überhaupt nicht zurecht. Alter, wie riesig die Viecher sind. Der Wahnsinn. Carver, diese scheibenförmigen Bereiche auf dem Boden laden unsere TK-Kapazität zwar enorm auf, tun aber auch höllisch weh. Was ist mit Stase? Was soll damit sein? Glauben Sie, sie ist auch verbessert? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Holy shit. Okay. So, einmal kurz Licht anmachen. Aha. Okay. Ziel wurde hinzugefügt. Das liegt hier. Noch ein kompakter Rahmen. Nochmal ein bisschen Altmetall und hier haben wir noch eine Werkbank. Dann gucken wir mal kurz. Damit sind wir jetzt wieder endgültig voll. Einmal an die Bank. Standardrahmen, nachladen Schaden, nachladen Feuerrate, nachladen Clip. Nochmal ein bisschen Munition. Für unsere Ressourcen, dann kann ich einmal das hier nochmal zerdeppern. Ja, ich würde das so lassen. Und auch die Waffen bis jetzt. Also ich bin mit der Waffe eigentlich sehr zufrieden. Anzugtechnisch. Na, wir können ja nochmal gucken, ob wir jetzt nochmal genug EM-Wandler haben, um vielleicht den Anzug noch das letzte Upgrade zu gönnen. Ach ne, wir hatten ja hier schon auch alles. Ja. Gibt nichts mehr, was wir machen können. Der Anzug ist voll. Na gut. So, ich soll jetzt da den Weg hoch. Das heißt, ich gehe erstmal hier hinten lang. Aha. Sehr merkwürdig hier. So, mal wenn das mal wirklich lebende Viecher waren, ey. Da sind unsere Dinos ja gar nichts gegen. Weil zumal sie haben Hände, sie haben Beine. Und wenn sie dann halt auch noch ein Gehirn hatten, na dann Prost Mahlzeit. Gut, dann weiter. Mal, wie groß die waren, ey. Ich trau mich nur noch mit der ersten Knarre rumzurennen. So, was sollen wir jetzt hier machen? Hier ist wieder so ein Energiepad. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll.
jeden Fall haben wir hier keinen Strom. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken das. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Das heißt, eins beendet es und eins öffnet es. Oder wie? So. Irgendwie. Ich hoffe, ich hab's richtig gemacht. Gott, das ist keine Stadt. Kava, das alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Kodex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Okay. Aber was ist, hätten wir das jetzt auf der anderen Seite geöffnet? Oh Mann. Richtig gruselig. Und irgendwie hört sich das da unten nicht gerade freundlich an. Na gut, fahren wir erstmal runter. Ob freundlich oder nicht. Alter. Okay. Wenigstens droppen die wieder Munition. Und auch so ein Mist ohne Ende. Das sind ja auch riesig, die Viecher. Okay. Gut. Ha? Haben wir da oben noch? Ne, ist nur wieder eine Lampe, die ich jetzt an... Ja, die ich anbiegen wollte. Gut, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.